Los. Willkommen zurück, meine Lieben. Ja, ihr kennt das. Alle auf der Welt passieren interessante Dinge rund um Politik und Wirtschaft. Vielleicht am anderen Ende der Welt. Und da gibt es diesen einen Typen, der hört nicht auf, euch Memes zu schicken, Fotos zu schicken, euch Infos zu schicken über diese sehr, sehr interessante Sache am anderen Ende der Welt, wie zum Beispiel die Wahl in Argentinien. Wer ein bisschen mich kennt, der weiß, ich habe dort mal gelebt, ein Jahr, aber der oder diejenige, die mich mit Memes zu Javier Milei zu spammen, das ist niemand aus Argentinien, sondern einer aus Deutschland, der Markus Thurm, bekannt aus 21. Hallo Markus. Moin Moin. Ich freue mich sehr, dass wir für dieses spezielle Thema erstmals auf Was Bitcoin bringt auf meinem Kanal zusammenkommen. Habe ich ihn richtig ausgesprochen, den Milei? Ja, ich glaube schon, oder Javier Milei, was hast du gesagt? Wir sind ja in Kontakt gekommen, weil du mit Anita Posch hast du geredet und dann hast du irgendwas von Milei oder irgendwas erzählt. Da habe ich sofort, hab ich dir gleich geschrieben. Habe ich sofort eine auf den Deckel bekommen. Also der ist, und ich werde während unseres Gesprächs immer wieder ein paar Bilder zeigen, die du mir geschickt hast, ein paar Postings aus deinem Twitter-Account, der im Grunde nur aus Javier besteht. Wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit Argentinien, aber du bist da auch ganz nah dran. Du hast Freunde, glaube ich, dort und beschäftigst dich, glaube ich, mit nichts anderem derzeit. Ja, genau. Also ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist Argentinier und ich kenne ein paar andere Argentinier dadurch noch vom Grillen halt hauptsächlich. Und mir ist halt aufgefallen, dass die haben sich halt nie mit Politik beschäftigt. Grundsätzlich, Argentinien war immer eigentlich, wie nennt man das nochmal, fucked up country oder wie sagt der Donald Trump immer? Ich weiß gar nicht, wie nennt er dieses Länder? Shithole country, oder? Shithole countries, ja. Und auf einmal ging das halt los und die haben über Politik geredet und das hat sich irgendwie so komisch angehört, weil die hatten irgendwas von Hayek erzählt. Und dann habe ich mich dafür interessiert und mir das angeschaut und das wurde immer verrückter. Und so bin ich halt dazu gekommen und ich glaube, Javier Milei ist ein ganz interessanter Typ, weil er halt, glaube ich, der erste Anarchokapitalist oder Libertäre ist, der in die Politik will und wirklich auch Chancen hat, Präsident zu werden. Und ich glaube, das ist halt was ganz Neues. Also ich wüsste jetzt nicht, hat es das jemals gegeben? Ich wüsste es auch nicht. Also meine Erfahrungen mit Argentinien sind so permanent Demonstrationen, meistens linke Demonstrationen. Javier Milei ist jetzt kein Freund der Linken. Er sagt Mierda, also irgendwie scheiß Linke meistens. Und seine Sprache ist sehr, sehr aufgeladen. Aber er ist auch ein Ökonom. Er ist, glaube ich, die letzten Jahre zuerst relativ gemäßigt und relativ eigentlich fast langweilig aufgetreten, hat sich dann irgendwie zu einer Art Rockstar gemacht. Ja, wir können ja ein bisschen durchgehen über sein Leben, aber er war, glaube ich, immer schon so ein bisschen so eine verrückte Figur, also El Loco, der Verrückte, haben sie ihn auch genannt. Und er hat sich dann in der Zeit entwickelt, er war vor 5 Jahren noch so ein bisschen auf der Chicago-Schule unterwegs, ne? Also Milton Friedman und so, und er hat sich dann vor 5 Jahren Richtung Österreichische Schule bewegt. Und und dann vor 2 Jahren hat er dann gesagt, er geht in die Politik. Vorher war er nur im Fernsehen und dann gibt es in Argentinien ständig diese Talkshows über Ökonomie, weil, na, wenn dein Land halt ständig am Arsch ist, dann reden die Leute halt über Ökonomie. Und er war halt dieser verrückte, libertäre Ökonom, der jetzt plötzlich in die Politik gegangen ist. Das ist interessant. Hast du gesagt, er war also zum Libertären oder zur Austrian School ist er erst in den letzten Jahren gekommen? Ja, vor 5 Jahren oder so. Aber vorher war er natürlich auch liberal, aber eher so Milton Friedman. Ne? Also gar nicht mal so zentralbankkritisch. Ich glaube, Milton Friedman war ja nie so der Kritiker des Genau, Friedman war der immer gesagt hat, naja, Liberalismus ist schön und gut, aber wir passen uns quasi den Gegebenheiten an, wir sagen nichts gegen die Notenbanker, dann können wir dort Karriere machen. Das wäre natürlich mit Mises wäre das nie passiert, aber der war dann schon nicht mehr da. Wie war das bei Milei? Ja, er war da auch Anhänger von ihm und dann hat er sich in Richtung Österreichische Schule bewegt und vor allem Hayek hat einen ganz großen Einfluss auf ihn. Man merkt es auch ganz deutlich, wenn er redet, du hörst praktisch Hayek durch ihn sprechen. Er kommt mit ganz vielen Zitaten. In der Präsidentschafts, wie nennt man, Runde, weißt, wo die ganzen Kandidaten da im Fernsehen auftreten, hat er halt gesagt, wenn Sozialisten Wirtschaft verstehen würden, wären es keine Sozialisten. Ja, da zitiert er halt direkt Hayek, ja, im argentinischen Fernsehen.
Und das macht er auch ganz, ganz oft. Ja, und für die Europäer ist er halt nicht zu greifen, weil die sagen halt, okay, es gibt rechts und es gibt links. Und was ist dieser Typ jetzt? Ja, der ist ultra-rechts anscheinend oder... Ja, also der ist radikal natürlich alles gefallen. Liberal, ja. Radikal-liberal ist er, du. Hauptsache radikal. Ne? Also in Argentinien, ich meine, das Land ist natürlich... Es ist ja kein Shithole-Country. Also das stimmt ja nicht. Das Interessanteste an Ländern, die schlecht funktionieren, ist, dass sie irgendwo gibt, es gibt so eine Art Untergrenze und die Leute arbeiten dann trotzdem am Schwarzmarkt mit Dollar. Vielleicht fangen wir mal dort an. Milei will die Zentralbank abschaffen und den Dollar einführen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, aber er setzt den Fokus anders. Ne? Also im deutschen Fernsehen hört man ja immer, oder in der Berichterstattung, er will den Dollar, er will dollarisieren. Ja, aber Milei hat gesagt, er will die Zentralbank abschaffen und dollarisieren ist einfach nur ein technischer Term, der dann kommt. Ne? Also wenn du keine Zentralbank mehr hast, dann werden die Menschen ja praktisch auf irgendeine andere Währung umsteigen. Was man aber zu Argentinien wissen muss, das Land ist ja schon dollarisiert. Also zu sagen, er will es dollarisieren, ist ja lächerlich. Ich war das letzte Mal dort 2013 und damals habe ich schon auf den Schwarzmarkt getauscht und da gab es schon zwei Kurse. Aber nicht so wie heute, dass irgendwie für 1 Euro 1000 Pesos bekommen hast, sondern damals gab es auf dem Schwarzmarkt für 1 Euro 10 Pesos ungefähr und der offizielle Kurs war 1:6. Und damals war es ja schon, da musstest du irgendwie, ich hab Geld mitgenommen, 1500 Euro waren das damals. Und ich habe das halt in verschiedene Taschen, ne, wie man es halt so macht, wenn man Bargeld mitnimmt, irgendwo versteckt. Und dann habe ich das halt rausgeholt in Buenos Aires und habe meinem Kumpel gesagt, er soll mir da helfen auf dem Schwarzmarkt. Und er hat mich mit seinem Papa damals losgeschickt. Und wir sind dann in eine Bank reingelaufen. Und dann habe ich halt ganz panisch, habe ich zu ihm gesagt, no, Papa, Black Market. Und er sagt dann, tranquilo, Markus, tranquilo. Und dann sind wir in Aufzug, im dritten Stock, da gab es dann Kaffee und Kuchen und die haben so ein bisschen geredet, so eine ältere Dame war das und da lief dann die Geldmaschine und da habe ich dann irgendwie 10,3 bekommen. Ja. Noch einen besseren Kurs als im Schwarzmarkt praktisch, in der Bank, im dritten Stock. Ja, also das war dann meine Erfahrung mit Argentinien, ja, wie es da so läuft. Ja, so würden das die Österreicher auch machen, wenn die Hyperinflation kommt, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Wie ist es mit Bitcoin? Ja, er ist ein Riesenverfechter. Also in einem Interview hat er gesagt, Bitcoin ist die natürliche Antwort des Marktes auf die Zentralbanken, auf das staatliche Geld. Und Geld ist eben eine Erfindung des Marktes und nicht des Staates. Wir müssen das Geld dem Staat wieder wegnehmen. Also da merkt man auch schon wieder komplett Hayek. Da spricht halt Hayek aus ihm raus, ne? Dieser Wettbewerb des Geldes und so weiter. Also man merkt halt schon bei ihm ganz stark, dass da das immer wieder durchkommt. Ne? Also er hat eigentlich wirklich total liberale oder libertäre Ansichten, was ja wirklich für einen Politiker, also sowas habe ich noch nie gehört, ne? Dass ein Politiker halt ständig Rothbard zitiert und Hayek und Mises und so weiter. Was mich halt total gewundert hat bei meinem Kumpel, da war ich dann mal dort und auf seinem Tisch lag ein Buch von Hayek und zwar Libertado hieß das, glaube ich, oder so. Das war, glaube ich, die Verfassung der Freiheit, hat er 1960 geschrieben. Und das hat er sich gekauft. Ich habe dann gefragt, warum liegt das Buch da bei dir auf dem Tisch? Er hat gesagt, ja, weil Milei das im Fernsehen empfohlen hat und deshalb hat er sich's gekauft. Ja? Und der Milei, der empfiehlt ja im Fernsehen alle möglichen Sachen. Ne? Ich habe mir so ein Video angeschaut, dann hat er gesagt, ja, lest The Street Economist, die 15 Lektionen der Wirtschaft oder so. Das ist von einem Alex Kaiser, der ist Chilene und auch auf der österreichischen Seite. Ne? Dann Henry Hazlitt, weißt du? Ja, Economics in 10 Lessons. Genau. Auf Deutsch gibt es bis heute keinen Titel. Und In Defense of Deflation von Philipp Bargus. Philipp Bargus kennt ihr vielleicht, ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht. Auch ein super Typ, der hat bei De Soto, glaube ich, gelernt in Spanien.
Ich habe mit Philipp Bargus vor Jahren, da habe ich noch mit Bitcoin noch nichts am Hut gemacht, hat er mal ein Buch geschrieben, ein Euro, da habe ich für die Presse damals ein Interview mit ihm gemacht. Dieser Milei, ja, was für eine Gemengenlage muss da zusammenkommen in Argentinien, dass der jetzt wirklich eine Chance hat, dort Präsident zu werden? Weil es ist nicht nur, dass er jetzt, es ist nicht nur erstaunlich, dass er überhaupt dieser liberale Politiker ist, sondern er kommt jetzt auch vom Timing her zu einer Zeit, wo die wirtschaftliche Situation nach so jemandem ruft, plus auch offenbar die politische Situation in Argentinien das zulässt. Genau so ist es. Ich glaube nämlich, wir haben Glück, dass es so einer ist und nicht jetzt irgendwie ein Rechter oder so, eher so Trump-mäßig. Das ist er ja nicht. Ne? Er ist ja nicht so konservativ auf der Trump-Schiene. Wir haben diese zwei Parteien in Argentinien, die Sozialisten und die ganz sozialistisch unterwegs Leute, so die Peronisten und die etwas weniger Sozialismus. Und die haben praktisch das Land die letzten 80 Jahre, glaube ich, regiert oder so. Ich glaube, dazwischen gab es noch Militärjunta und so weiter. Aber jetzt ist das Land so am Arsch und die Leute wollen diese zwei Parteien halt nicht mehr. Und mich wundert es halt schon, dass es nicht schon vorher passiert ist, irgend so ein Outsider halt, der nicht in der Politik war, dann gekommen ist und praktisch die Leute wählen den dann, weil sie einfach sagen, wir haben keinen Bock mehr. Die haben beide das Ding gegen die Wand gefahren, wir müssen was Neues wählen. Und wir haben einfach Glück, dass es ein Libertärer ist. Das ist meine feste Überzeugung, ja, dass es Milei ist und der mit solchen Dingen halt jetzt kommt. Und der hat das wirklich im Sturm genommen. Also die haben jetzt alle geglaubt bei den Vorwahlen. Gab es ja vor ein paar Wochen so Vorwahlen, dass er irgendwie so 12% holt oder so. Und er hat dann 30% geholt und war der beste Kandidat, ne? Und jetzt gibt es ja am Sonntag Wiederwahlen am 22. Oktober. Übrigens ist es der Geburtstag von Milei. Also er hat an dem Tag auch noch Geburtstag. Und wenn er da jetzt 40% holt oder mehr und der zweite Kandidat nur 30, also 10% Unterschied, dann ist er sofort Präsident. Ja. Das wird ja eine spannende Geschichte. Ne? Also ein Politiker, der die Zentralbank abschaffen will, wird vielleicht in Argentinien Präsident. So, aber wir sollten vielleicht noch ein bisschen über ihn reden, weil er ist ja auch ein witziger Charakter, finde ich. Also er war als Jugendlicher, hat er, glaube ich, in der zweiten Liga in Argentinien, war Torhüter in irgendeiner Mannschaft. Dann hat er Wirtschaftswissenschaften studiert, als das ganze System so auseinandergebrochen ist. Und war bei der HSBC, bei einer Bank hat er gearbeitet und dann hat er, glaube ich, auch noch 10 Jahre für irgend so einen der reichsten Unternehmer in Argentinien gearbeitet. Und er bezeichnet sich ja selber jetzt als Anarchokapitalist, hat in einer Rolling Stones Coverband gespielt, deshalb dieses Rock'n'Roll-Image. Sagt von sich selber, dass er bei mehreren Dreiern dabei war und er ist Tantra-Sexlehrer. Also jetzt habe ich erstmal noch gegoogelt, was Tantra-Sex ist. Du kennst dich ja da aus, oder? Da hast du wahrscheinlich gleich die Google-History gelöscht dann auch, ne? Ja. Das, es geht ja um die Privacy, nicht? Alles für die Recherche, alles für dich, ja. Habe ich natürlich geschaut. Ich habe mir dann gleich gedacht, da sehe ich schon die Netflix-Serie, ne? So praktisch. Das fängt erstmal mit Sex an, Torhüter, Rock'n'Roll-Band. Ja, also richtig witzig und was man auch noch über ihn wissen muss, er hat 4 Hunde, die hat er von seinem ersten Hund klonen lassen auch noch und die Hunde heißen Milton Friedman, Mary Rothbard und Robert und Lucas, wobei Robert Lucas ein Ökonom ist. Der ist übrigens dieses Jahr gestorben, glaube ich sogar. Der hat auch einen Nobelpreis bekommen. Ja, also total crazy die Story erstmal, also super eigentlich für eine Netflix-Serie und der kommt halt jetzt und der sagt halt so Sachen wie, der Papst ist ein Hurensohn, einer, der einen Kommunismus nach vorne treibt, er schreit die ganze Zeit ins Mikrofon, Viva Libertad Carajo und sagt zu seinen Anhängern, er ist nicht hier, um Schafe zu führen, sondern um Löwen zu wecken. Er hat dieses typisch populistische, ja, das er heizt die Leute auf. War das immer schon
sein Ding, weil es wirkt ein bisschen so, als hätte er das erst in den letzten 2 Jahren hinzugefügt und das zum Papst auch, ja. Man muss natürlich sagen, Argentinien ist ein zutiefst katholisches Land. Ich habe dort gelebt über ein Jahr. Österreich ist auch ein zutiefst katholisches Land, aber in Österreich bekreuzigen sich die Menschen nicht, wenn sie mit dem Bus an einer Kirche vorbeifahren. In Argentinien machen sie das, ja. Ich glaube, Abtreibung ist dort bis heute illegal oder zumindest bis vor kurzem. Es ist also. Nee, ist nicht. Es ist illegal. Nicht mehr, aber es war lange. Also es ist sowas in Argentinien zu sagen, das braucht Cojones, das sagt man. Ich glaube, ihn interessiert das nicht. Er ist frei raus. Ich glaube, das mögen die Menschen auch an ihm, dass er so direkt ist. Ne? Er sagt halt solche Sachen. Ich finde es ja mega gut. Also mir gefällt es. Kannst du dir ja vorstellen so. Ja. Ich sage ja auch manchmal solche Sachen. Er hat ja auch nicht Unrecht. Ne? Also der Papst... Er hatte über ihn, glaube ich, auch gesagt, der Papst ist ein Jesuit, der Kommunismus fördert, ein unvorstellbar katastrophaler Charakter, hat er ihn genannt, a fucking Kommunist, ja, also ein Stück Scheiße, ja, der Milei, der sagt halt frei raus, was er denkt. Der Papst ist der Vertreter des Bösen auf der Welt. Aber deswegen wird er nicht gewählt in Argentinien. Gewählt wird er wegen der Ökonomie. Und das ist doch faszinierend, wenn einer hergeht und sagt, wir schaffen die Zentralbank ab. Ich meine, mich wundert es ja zum Beispiel immer, wenn wir über Inflation reden, dass keiner über die EZB reden will. Ja? Weil wir sind von dem noch weit entfernt. Aber er hat offenbar geschafft, den Leuten klarzumachen, wo die Inflation herkommt. Er spricht halt sehr viel über Ökonomie im Fernsehen. Er kann den Menschen erklären, was das Problem ist. Zum Beispiel, ich kenne eine Situation, da hat mein argentinischer Kumpel hat eine Weinflasche ausgepackt und hat gesagt, das hier ist vielleicht ein ganz teurer Wein, ne? Der kostet vielleicht $100. Aber in einer Welt, wo niemand Wein trinkt, da ist dieser Wein wertlos. Und dann habe ich gesagt, ja, hey, das ist ja... die subjektive Wertlehre sozusagen. Mhm. Ich gesagt, ja, das hat Milei im Fernsehen halt erklärt. Der hat gesagt, Wert kommt von den Menschen, die dafür bezahlen wollen. Ja? Und er erklärt den Menschen halt ständig so ökonomische Grundlagen, die und der macht es halt auf eine einfache Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nicht so hochgestochen. Er spricht halt mit den Menschen, er holt sie da ab, wo sie sind. Weißt du? Ich sehe das ja auch bei den Libertären in Deutschland, die kommen dann und sagen, ja, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie in einen Satz Praxeologie, Grenznutzenlehre und a priori reinpacken, damit die möglichst intelligent rüberkommen. Ja? Und so holst du halt niemanden ab. So nein, das ist genau das Falsche. Also, das ist genau das Falsche. Das habe ich gelernt in Fernsehdebatten mit linken Ökonomen, da habe ich nur darauf gewartet, dass sie irgendwann mal das Wort Vollzeitäquivalent fallen lassen, habe ich schon gewusst, okay, habe ich gewonnen, ja, weil die Leute steigen aus. Also du musst den Leuten greifbare Beispiele bringen. Ist Bitcoin ein Thema im Wahlkampf? Jetzt im Wahlkampf nicht so richtig, also in seinem YouTube-Kanal, den er da hatte, war das ein Thema, er hat es auch erklärt, wie das funktioniert und dass es was ganz Tolles ist und dass ein Geld vom Markt ist und so und dezentral und so weiter, aber jetzt zur Zeit ist das halt nicht wirklich ein Thema, weil, ich meine, Milei spricht halt ganz oft mit den Argentiniern über die früheren Zeiten. Ne? Argentinien war ja früher eins der reichsten Länder der Welt, ne? Ich glaube 1895 war es ja, glaube ich, das reichste Land der Welt vom BIP halt. Ne? Ich weiß nicht, ob es das reichste Land der Welt war, aber man hat Buenos Aires damals verglichen mit New York, mit Paris, die waren auf einer Ebene, ja. Und er redet halt von diesen Zeiten und sagt den Menschen, was haben wir damals anders gemacht wie heute? Damals waren die Sozialisten nicht an der Macht. Die Sozialisten und der Staat, das sind unsere Feinde. Ja? Er sagt wortwörtlich, für mich ist der Staat ein Feind. Ebenso wie die Politiker, die von ihm leben. Das sagt er halt im Fernsehen, wortwörtlich. Ja? Und ich habe in der Washington Post habe ich gelesen, da hat ein Buchhändler aus Buenos Aires, ich glaube Flores hieß der oder so, der hat erzählt, dass er das gar nicht fassen kann, dass auf einmal junge Leute zu ihm in den Laden kommen und nach Büchern von Hayek fragen oder von Henry Hazlitt. Ne? So mit 15, 16 Jahre alt, die wollen da so Bücher kaufen. Komplett
verrückt. Ja? Und der hat dann gesagt, früher, da waren halt so, ja, so Anarchisten waren halt Ausgestoßene, die halt keiner ernst genommen hat. Und jetzt kommt der Milei und stellt sich dahin und sagt halt, zerstör den Staat, vernichte ihn von innen. Ja, schaffe ihn ab. Der hat sich, das Video hast du ja gesehen, wo er sich hingestellt hat, hat dann die ganzen Behörden, weißt du, so, wie heißen diese ganzen, weiß nicht, wie heißen sie, Wirtschaftsministerium und Frauenministerium und so weiter, die hat er dann runtergerissen von der Tafel und hat gesagt, du suchst dir einen neuen Job, du bist raus, such dir was Neues, du bist nutzlos, ihr kommt alle weg. Und die Problematik ist natürlich in Argentinien, ich glaube fast 50% der Menschen leben direkt oder indirekt vom Staat, ja, als Beamte oder über Transferleistungen und so weiter. Wenn Milei natürlich gewinnen wird, wird das ein riesengroßes Problem auch für ihn sein, den Staat zurückzufahren. Ja, ohne irgendwie Demonstrationen und ja, Gewalttaten auf den Straßen halt irgendwie zu riskieren. Ja, das hat er auch selber gesagt, dass er das irgendwie auch langsam zurückfahren muss, weil sonst brennt Buenos Aires. Ja. Das kennt ihr, ich war damals auch dort. Als ich gelandet bin, hat es geheißen, ja, wir müssen eine andere Straße nehmen, weil da haben sie gerade irgendwie Reifen angezündet und eine Straßensperre gemacht. Jeden Tag ist dort Demonstration, jeden Tag ist dort Straßensperre, meistens natürlich von links. Stimmt es, dass die ich habe da gerade einen Tweet eingeblendet, den du auch geteilt hast, stimmt es, dass die Regierung jetzt kurz vor der Wahl noch schnell die Einkommenssteuer abgeschafft hat? Die haben die Einkommensteuer abgeschafft und die haben jetzt dafür gesorgt, dass irgendwie die Staatsanwaltschaft gegen Milei ermittelt, weil er gesagt hat, spart nicht in Pesos, weil Pesos ist eine wertlose Währung. Und jetzt ist der Kurs nach unten gegangen. Jetzt haben gesagt, das ist seine Schuld. Ne? Aber absolut lächerlich. Ja. Und jetzt, was man halt auch sieht, was gut ist, die Politiker versuchen natürlich, ihm Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie seine Politik umsetzen. Ne? Mhm. Indem sie jetzt sagen, okay, wir fahren jetzt die Einkommensteuer zurück und so weiter. Sagt natürlich Milei, ja, lasst euch nicht verarschen, das machen die halt nur vor der Wahl und dann danach ist alles wieder anders. Ne? Ja, also es ist eine verrückte Zeit. Ich bin wirklich gespannt, ob er das schaffen kann. Aber was mich so begeistert, ist die Tatsache, dass jetzt aus meinem argentinischen Freundeskreis so viele Menschen sich jetzt für die österreichische Schule der Nationalökonomie interessieren. Da war ja hier der Papa von dem Argentinier, den ich kenne, der ist ja nach Wien gefahren, um sich in Wien auch anzuschauen, wo die österreichische Schule entstanden ist. Ne? Aber leider sind ja heutzutage ja nur Sozialisten in Wien. Ne? Ich würde fast sagen, wir sollten ihm eine Spendenaktion machen und ihm sein Geld zurückgeben, ja, weil da wird er in Wien nicht viel finden, ja. Also das ist leider so. Ich meine, da darf er nicht vergessen, jetzt auch ein Mises und auch ein Hayek hatten in Wien auch keinen großen Auftrag. Die hatten eigentlich zu Lebzeiten nirgendwo einen großen Auftrag. Ich bin schon gespannt, wann die Medien in Europa, wenn Milei an die Macht kommt und Hayek zitiert, dann kommt sicher wieder Pinochet, dann holen sie Pinochet aus der Mottenkiste. Ganz sicher, ja, also gut, klar, mag sein, das ist ja auch nicht der Punkt hier, aber der Punkt ist schon, weil du gesagt hast, dass das sein kann, dass jemand, mit derartigen Parolen, ich glaube, dass die Gemengenlage, okay, du hast A, das Land ist kaputt, B, hast du offenbar eine Situation nicht unähnlich wie in El Salvador, dass da diese zwei Blöcke sind und dass die Leute einfach genug haben von den zwei Blöcken, ja, und C, und ich glaube, das ist ganz wichtig, hast du auch die Verbreitung von dem, was wir die neuen Medien nennen, über die wir jetzt gerade sprechen auch, auf einem kritischen Niveau inzwischen. Ich glaube, das sieht man, das hat man wahrscheinlich auch gesehen bei Brexit, bei Trump, aber jetzt sieht man es eben auch in Südamerika bei Figuren wie Milei. Wenn man sich seine Wahlveranstaltung anschaut, da sieht man die libertäre Flagge. Da sieht man ganz viele junge Menschen aus allen möglichen Schichten, die da dabei sind und darüber verbreitet sich das, ne? Über TikTok und YouTube und auf Twitter gibt's anscheinend jede Woche, haben die da so einen Twitter-Space und reden über ökonomische Themen. Also nicht Milei, sondern seine Anhänger, die reden über Hayek und über Mises und warum ist das schlecht und warum ist der Staat schlecht und so weiter.
Also es ist eine Bewegung, die da zustande gekommen ist. Was ich jetzt von Libertären in Argentinien gehört habe, ist, die Bewegung ist am Wachsen, aber natürlich ist es nicht die, die ihn zum Präsidenten trägt, sondern es ist vor allem auch der Unmut über die anderen Parteien. Aber man sieht eine wachsende Zahl an Menschen, die auch wirklich sich damit beschäftigt. Ja? Und sagt, ja, die freie Marktwirtschaft ist was Tolles. Sie haben eine Umfrage gemacht, da kam raus, 55% der Argentinier finden, die freie Marktwirtschaft ist was Tolles. Da dreht sich was. Ne? Also, Mich erinnert das an Russell Napier, das ist der britische Ökonom, mit dem habe ich schon mal zweimal ein Interview gemacht, und der hat diese Theorie, was den Westen betrifft, dass wir jetzt erstmal 20 Jahre Dirigismus vor uns haben, der dazu führen wird, dass die Wirtschaft zwar wächst, aber immer langsamer, weil der Dirigismus dazu führt, dass der Staat immer stärker eingreift. Und dann, wenn nach 20 Jahren Staatseingriffen endgültig Stillstand herrscht und echte Stagflation, also Inflation und Arbeitslosigkeit in 20 Jahren, dass dann der Markt bei uns oder die Menschen bei uns verlangen nach einem Reagan, einer Thatcher, so wie wir das hatten in den 80er Jahren. Wobei ich glaube, er unterschätzt, wie schnell es gehen kann eben mit dem Internet. Ich glaube, dass das Internet alles beschleunigt und die jungen Leute schneller genug haben. Wir sehen das ja bei uns auch schon. Es fehlen nur natürlich die Kandidaten, dass das in Argentinien jetzt die Wirtschaft zum Thema Nummer 1 wurde, ist klar, aber das können wir uns schon ausrechnen. Also vielleicht dauert es 20 Jahre, aber es wird sicher nicht besser werden bis dahin, und dann ist es bei uns auch soweit. Ich habe mal hier ein paar Zitate von Milei, die lese ich jetzt mal vor, und da kann man sich vielleicht ein bisschen einordnen. Ne? Er sagt, einer der größten Diebe in der Geschichte der Menschheit ist die Zentralbank. Die Zentralbank ist ein Betrug. Es ist ein Mechanismus, mit dem Politiker das Volk mit der Inflationssteuer betrügen. Was wir erreichen müssen, ist, den Sozialismus aus den Köpfen der Menschen entfernen. Was ich ein sehr wichtiges Zitat finde. Ich glaube, das ist auch so die Bewegung, ne? Also den Menschen zu sagen, das Grundübel der Menschheit ist der Sozialismus. Mhm. Und in Südamerika sieht man das ganz, ganz deutlich. Dann sagt er, lassen Sie sich niemals vom Sirenengesang der sozialen Gerechtigkeit verführen. Er sagt aber immer ganz oft in seinen Interviews, sagt er, soziale Gerechtigkeit ist ein Wieselwort. Ne? Ich glaube, das kommt auch von Hayek. Das kommt tatsächlich ganz sicher von Hayek. Ja, und da ist er auch der Einzige, weil er war der Einzige, der zu dem Zeitpunkt, dass das wirklich aufgekommen ist, noch wirklich aktiv war, ja, oder am Leben war. Ja. Und er sagt, in seiner Regierung gibt es Gerechtigkeit, das heißt also, alle sind gleich und es werden die Leute nicht gleich gemacht, indem man dem einen was wegnimmt und dem anderen gibt. In einem Interview mit Tucker Carlson, das jetzt 500 Millionen Mal geklickt wurde auf Twitter, was schon eine verrückte Zahl ist, oder? Ich glaube, Europa hat 350 Millionen Einwohner. Das heißt 500, ja, okay, steigt. Der hat dann, das war sogar mehr als das Interview mit Trump. Tucker Carlson hat, glaube ich, ein Interview mit Trump gemacht, das hat weniger Klickzahlen als mit Milei. Man darf eins nicht vergessen, die spanisch sprechende Bevölkerung ist extrem groß, weltweit, und die haben alle dasselbe Problem, inklusive den Spaniern, die haben halt jetzt 10 Euro, aber das auch nicht viel besser. Milei sagt in dieser Folge, da fragen sie ihn, was das Problem ist mit dem Papst, und dann sagt er, der Papst macht Politik und will diese Agenda der sozialen Gerechtigkeit nach vorne treiben. Und er will von dem einen nehmen und dem anderen geben. Und er will von dem einen stehlen, sagt er, das ist ganz wichtig. Ne? Er will von dem einen stehlen und es dem anderen geben. Und in den 10 Geboten, das 7. Gebot, heißt, du sollst nicht stehlen. Und der Papst hält sich nicht an die 10 Gebote. Was ich super interessant finde. Also etwas dem Papst vorzuwerfen, sozusagen, er würde sich nicht an die 10 Gebote halten. Und da hat er auch vollkommen recht, er hält sich nicht an die 10 Gebote. Und dann habe ich noch ein Zitat hier. Lassen Sie sich nicht von der schädlichen Phrase einfangen, dass es dort, wo es ein Bedürfnis gibt, auch ein Recht gibt. Ja, er sagt halt, nur weil irgendjemand sagt, ich möchte das und das haben, ist es noch lang nicht sein Recht, oder er hat kein Recht darauf, das zu bekommen. Ja?
das kennen wir ja bei uns auch so, jeder hat das Recht irgendwie, die Linken wollen einführen, jeder hat das Recht auf eine Wohnung, jeder hat das Recht auf das, jeder hat das Recht auf Bildung. Woher soll denn dieses Recht kommen? Du musst ja irgendjemanden, musst das Geld wegnehmen, um das zu bezahlen. Selbst das ist ich kann mich mal erinnern, als es mal eine Debatte gab über das Grundrecht auf ein Bankkonto. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Linken auch einfach Inflation so schlecht verstehen, dass sie selbst ihre eigenen Forderungen dermaßen inflationieren, dass sie dann auch nichts mehr wert sind. Also du kannst natürlich, du kannst 140 Grundrechte einführen, aber dann sind die halt alle wertlos, ja? und werden nicht funktionieren. Und das ist halt leider Gottes, also das Grundverständnis oder das Missverständnis Inflation, das gilt natürlich auch für die rechten Sozialisten, also bitte jetzt nicht aufregen über links und rechts, wir reden hier von Kollektivisten und die machen alles kaputt. Eine ganz wichtige Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, brauchen wir einen Populismus, der die libertäre Idee nach vorne trägt? Mhm. Und ich glaube halt ja. Und da würde ich gerne die Meinung der Zuschauer wissen. Weil, wenn wir uns das halt anschauen, die Sozialisten, die nehmen das geraubte Geld und fahren ihre Propaganda. So Typen wie Maurice Höfgen, die sind auf YouTube und überall unterwegs, schreiben ihre Bücher. Der Typ wird von einem Ex-SEDler bezahlt. Der sitzt, der ist irgendwie, was ist der Wirtschafts-, irgend so ein Bullshit macht er da im Bundestag. Und dass er da sitzt und Geld bekommt, das verdankt er einem Ex-SEDler von den Linken, der im Bundestag sitzt. Und er war schon bei der SED dabei und jetzt wird er weiterhin bezahlt. Das heißt also, die Feinde der Freiheit, die werden von unserem geraubten Geld bezahlt und fahren ihre Propaganda. Und wir müssen dem etwas entgegensetzen. Und ich meine, wir machen das ja. Du machst das mit deinem Kanal, wir machen das bei 21. Und so gibt es den Roman, den Blocktrainer, der da aufklärt und so weiter. Und viele andere, das Mises-Institut. Aber wir müssen anfangen, mit den Menschen halt direkter zu sprechen. Ja, so wie Milley das halt macht. Klar, er hat eine andere Situation, ich verstehe das schon auch. Ja, das ist voll am Arsch, das Land und so. Aber wir müssen anfangen, den Menschen halt einfache ökonomische Sachen zu erklären und nicht hier mit Praxeologie und so. Ich will dir mal, das zeige ich mal am liebsten hier. Weißt du, was das ist, Nico? Ein weißes Blatt? Nee, das ist die Liste der Länder, die durch Sozialismus ein Wirtschaftswunder erfahren haben. Da stehen alle drauf. Und das erkläre ich dann immer den Leuten. Schau, hier stehen alle drauf. Ja? Das kannst du dir einrahmen. Ja. Ich habe kein einziges weggelassen. Alle sind hier drauf. Weißt du, das Problem ist natürlich, wenn du bei uns diese Umfrage machen würdest, würden mehr Leute sagen, sie finden Kommunismus, nicht mal Sozialismus, sondern Kommunismus gut als den freien Markt. Weil wir auch in der Timeline dort noch nicht sind. Ich habe es vorher, während du geredet hast, gezeigt, das Interview mit Tucker Carlson hat also 422 Millionen Views auf Twitter. Ja? Und das bedeutet natürlich, okay, in Amerika wird das möglicherweise ankommen und ich meine, sieh dir an, wie Amerika umgeht mit Bitcoin. Intelligent, ja? Schritt für Schritt in Richtung einer Adoption, weil dort gibt es eine Appreciation für individuelle Freiheit, Kapitalismus, etwas aufbauen. Und das fehlt uns leider Gottes in Westeuropa vollkommen und deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo dieser Populismus herkommen soll oder landen soll. Ein Maurice Höfgen ist ein wunderbares Gegenbeispiel, ganz klar. Der kann natürlich mit seiner MMT da YouTube-Videos machen. Ich meine, ja, vielleicht bin ich da zu pessimistisch. Ich glaube, dass bei uns ist halt die Gefahr, das ist auch etwas, worüber wir bei Miele reden sollen, bei uns ist halt die Gefahr größer, dass das alles untergeht in einer rechten Kollektivismuswelle. Ja? Ich habe ja gar keine Angst mehr vor den Linken, die sind so unfähig, die werden das nie auf die Reihe kriegen, aber die Rechten sind natürlich eine Gefahr. Und da würde ich dich fragen, A, wie siehst du das und B, auch mit dem, also wie groß ist die Gefahr, dass ein Milley dort Präsident wird und dann halt alles schief geht und dann erst recht wieder das dem Markt und den Liberalen und dem Bitcoin quasi vorgeworfen wird? Also wir haben, so sehr ich für ihn schwärme, ne, und die Art und Weise, wie er redet und was er sagt, ne, spricht mir aus dem Herzen, ist ja bei vielen amerikanischen Bitcoinern, siehst du es ja auch, ne, die sind ja Wahnsinn, ne, da kommt einer und sagt, der Staat muss weg, Zentralbank muss weg, ja, wir müssen das komplett runterfahren.
Ich sehe aber auch die Gefahren. Ich sehe, eine Gefahr ist zum Beispiel diese Milei und seine Partei, das ist eine One-Man-Show. Das ist er. Ja, es gibt niemanden. Es gibt Milei und dann gibt es niemanden. Ja, wenn der jetzt irgendwie ausfällt, umgebracht wird oder so, dann ist die Bewegung schon wieder vorbei. Die sind noch nicht so gefestigt. Ne? Die haben noch nicht so die, ja, diese libertäre Bewegung ist noch nicht so gefestigt. Ne? Das Zweite ist, wenn er natürlich Präsident wird, er hat keine Unterstützung im Parlament. Ja? Seine Partei hat dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, 20%, 25% der Sitze. Ja? Was willst du da durchsetzen? Ja? Und die Menschen in dieser Situation, die erwarten ja auch was von ihm. Ja? Er hat ja Versprechen, er hat gesagt, wenn wir das durchsetzen, dann sind wir in 20, 30 Jahren wieder da oben, weißt, als Land. Und diese ganzen Geschichten werden natürlich verdammt schwierig. Vielleicht muss er Kompromisse eingehen, oder ganz sicher muss er Kompromisse eingehen mit den Konservativen im Parlament und so weiter. Und die werden natürlich auch verhungern lassen. Die wollen ja wieder an die Macht. Es wird verdammt schwierig. Und dann sehe ich auch die Problematik, dass wir wieder so ein PR-Desaster für den Liberalismus bekommen, wie in Chile. Und Chile hätte ja zum perfekten Beispiel werden können. Du hast einen Pinochet, der an die Macht kommt. Der ist Diktator. Führt dann, weil er halt keinen Bock auf Wirtschaft hat, lässt er einfach die Chicago Boys das machen. Die fahren komplett den Privatisierungskurs. Chile wird vom ärmsten Land Südamerikas zum reichsten. Und über was reden die Drecksozialisten die ganze Zeit? Nur über Pinochet und verbinden dann diesen Diktator mit der freien Marktwirtschaft. Und eigentlich, was wir sagen müssten, ist, in Chile gab es kein Wirtschaftswunder. Das war eine natürliche, das war einfach jedes Mal, wenn wir freie Marktwirtschaft eingeführt haben, gab es ein Wunder. Das ist dann kein Wunder mehr, oder? Wenn jedes Mal das Gleiche passiert. Das Wunder von Chile war, dass ein Diktator freie Marktwirtschaft eingeführt hat. Das war das wirkliche Wunder. Und die Propaganda, die fahren, ist natürlich nur da, um die freie Marktwirtschaft zu beschädigen. Ja? Weil sie ihren fucking Sozialismus, Kommunismus einführen wollen. Und Südamerika ist ja wirklich gezeichnet von dieser Krankheit. Südamerika ist gezeichnet. In Argentinien gab es jetzt offiziell keinen Kommunismus, in anderen Ländern natürlich schon, bis heute. Unser Problem in Westeuropa ist natürlich, wie gesagt, ich habe gerade auf Twitter hier, gibt es ein neues Maurice Höfken-Zitat über Bitcoin wäre schlecht, weil da kann man keine Kriege mehr führen. Ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Wollen wir kurz reinschauen? Warum nicht? Schauen wir kurz rein. Warte. Hast du schon gesehen? Du kannst es nicht hören, aber wir schauen kurz rein. Warum nicht? Warum nicht? Eine Sekunde. Moment. Er läuft noch gar nicht, irgendwie. So, jetzt läuft's. Bitcoin einführen, dann könnten wir uns den Kriege nicht leisten, aber also Bitcoin wäre eine Katastrophe für uns, wenn wir jetzt den Euro aufgeben, Bitcoin einführen, dann könnten wir uns den Kriege nicht leisten. Also er sagt, wir könnten uns Kriege nicht leisten, es ist natürlich nur ein Ausschnitt, ich möchte ihm jetzt auch nichts in den Mund legen, wie er dann weitergeredet hat und so weiter. Was eigentlich schockierend ist, ist, dass der Typ auf Arte zu sehen ist. Ja. Was ist schockierend? Ja, es ist eigentlich nicht überraschend. Ja. Ich fand es heute so witzig, dass man oft drüber redet, oder der Blocktrainer sagt es ja oft, hat auch Artikel, dass Bitcoin Kriege verhindern würde oder weniger Kriege einführt. Okay? So. Aber gerade, du hast es geteilt auf Twitter, Janet Yellen sagt, keine Sorge, wir können uns nicht Krieg anlassen. Und ich finde das halt so witzig, weil du sagst halt, Bitcoin, make wars unaffordable. Und Fiat, ja, wir können uns den leisten. Macht euch keine Angst, wir können uns noch einen Krieg leisten. Ich habe ja ein Interview gemacht mit dem Autor von Fraudcoin, diesem Buch der Norweger. Sein Name ist mir jetzt gerade kurz entfallen. Der ja wirklich in dem Buch, ich habe es gelesen, ja, ich habe es auch hier stehen, genauestens aufschlüsselt, dass ja die Inflation von Staatsseite durchaus auch mit dem Krieg, mit dem Ziel, Krieg zu führen, erfunden wurde. Und ja, ich weiß schon, dass ich verstehe auch die Kritik, dass man sagt, die Bitcoiner machen sich zu leicht, Bitcoin fixes everything und da gibt es keinen Krieg mehr und so weiter. Natürlich gibt es auch theoretisch unter einem harten Bitcoin-Standard noch Konflikte und Krieg, aber es ist natürlich auch deutlich schwieriger umzusetzen, beziehungsweise
alle politischen Ideen sind schwieriger umzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was mich an Bitcoin so... bei mir rennst du offene Türen ein. Das ist klar, weißt du eh. Ich habe schon als Teenager irgendwie verstanden, dass freie Marktwirtschaft zu bevorzugen ist. Ich glaube, manche Leute haben das einfach, keine Ahnung, in der Familie, im Blut, ich weiß es nicht. Ja, wo das herkommt. Aber im Westen, bei uns, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, gibt es da viel zu wenige, die darauf pochen. Viel zu wenige, die da was sagen. Und ich muss dir sagen, da ist Bitcoin ein Wunder. Man kann auch sagen, hey, ohne Bitcoin hätte so ein Maurice Höfgen noch viel mehr Aufmerksamkeit und hätte niemanden, der ihm widerspricht. Und jetzt muss er über Bitcoin reden. Ich nenne das immer so als, wenn ich über Austrian Economics geredet habe mit Keynesianern, mich gestritten habe auf Twitter und so, das war immer ein Auswärtsspiel. Und plötzlich mit Bitcoin haben wir auch Heimspiele. Ja? Und jetzt kommt der digitale Euro und alle hassen den digitalen Euro. Selbst Peter Bofinger mag den digitalen Euro nicht. Hast du es mitbekommen? Ich habe es, glaube ich, kurz gesehen. Aber ich möchte noch eine andere Geschichte erzählen, bevor ich die jetzt vergesse. Ich war, da waren jetzt Wahlen bei uns in Deutschland. Ich glaube, irgendwie Bayern hat gewählt. Und ich gehe ja nicht wählen. Ja. Ich gehe mir am Arsch vorbei. Dann hatte ich einen Call am Abend mit den Magazinjungs. Ja. Eine Stunde schon geredet, Netdiver und so weiter. Und ich gehe dann immer gerne durch die Stadt spazieren. Und nach einer Stunde Call, wir waren kurz so am Ende, laufe ich halt an der Bar vorbei und da hat die FDP gerade ihre Wahlveranstaltung. Und die hatten, glaube ich, irgendwie nur 3% bekommen, sind aus dem Landtag in Bayern geflogen. Und da habe ich gesagt, du, das müssen wir jetzt beenden. Da muss ich rein, ja, das muss ich mir jetzt geben. Diese Trauershow muss ich mir jetzt geben. Und ich kenne ja einen bei der FDP, Grüße gehen raus, Michael. Ja. Und da bin ich dann rein und da haben sie irgend so ein Lied gesungen, was ich wirklich, so praktisch. Grün und Rot kann uns nicht schocken oder irgend sowas. Und dann haben sie mir auch gleich einen ausgegeben, also wirklich super, ja, in der Niederlage, FDP, das muss man lassen, kriegt man auch noch was zu trinken. Und natürlich, was habe ich gemacht? Ich habe ihnen natürlich dann bei einem Getränk gesagt, was sie alles falsch gemacht haben. Ja. Gleich in der Niederlage nochmal drauf. Und dann haben sie gesagt, nee, aber die Leute wollen keine liberalen Ideen und die wählen lieber CSU und AfD und so weiter. Und da habe ich gesagt, warum versucht es ja nicht mal? Also war die Impfpflicht jetzt eine liberale Idee oder sonstige Sachen, die ihr gemacht habt? Ich habe eure Wahlplakate gesehen, da stand bei der FDP stand drauf, Ladenöffnungszeiten abschaffen. Als ob das irgendjemanden interessiert. Ich habe kein einziges Mal gesehen, Steuern senken. Oder, ich habe gesagt, der Milei in Argentinien sagt, Steuern sind Raub. Und dann sagen sie zu mir, wer ist Milei? und da ist das schon das Problem. Die sind halt nicht liberal. Die sind halt so ein bisschen liberaler als die CSU oder so. Oder die, keine Ahnung. Also das ist absolute Shitshow in Deutschland. Und das habe ich ihnen auch gesagt. Ne? Sie haben mir ja gesagt, sie wären sozialliberal, ja, was auch immer das bedeuten soll. Ja, ja, das ist so wie soziale Gerechtigkeit. Ja? Wenn du liberal bist, brauchst du keinen Bindestrich davor. Ja? Und das Einzige, von anderer Seite wurde ja das Neoliberal-Pferd irgendwie totgeritten, weil auch gewisse, auch Linke sich gerne als liberal sehen in gewissen Dingen. Ne? So, also das Wort liberal ist an Drogen. Sich nicht negativ. Drogen. Ja, genau. Also das Wort liberal ist an sich nichts Negatives. Ich glaube, niemand hat wirklich Negative. Deswegen gibt es ja auch das Libertäre. Ja? Also in Amerika ist was anderes, bei uns wird dann das Libertäre, das ist dann gleich rechtslibertär. Ja, also, ne? Aber das nicht. Nochmal zu Milei. Nochmal kurz zu Milei und diesem. Los. Milei ist für freie Liebe. Der ist dafür, dass Gleichgeschlechtliche heiraten dürfen. Der ist für offene Grenzen. Der ist für, was gibt es noch alles? Drogenpolitik, ja? Liberalisieren. Die ganzen. Wo ist das bitte rechts? Ja? Die ganzen Liberalen. Der sagt halt. Macht mit eurem Leben, was ihr wollt. Dem haben sie zum Beispiel vorgeworfen, dass er für Organhandel ist. Weil er sagt, das ist ja dein Körper. Wenn du da, keine Ahnung, eine Niere verkaufen willst, das ist dein Problem. So, solche Dinge haben sie ihm vorgeworfen. Das Einzige, wo ich sage, wo sie nur anfahren mit der Abtreibung, wobei Abtreibung halt wirklich ein
immer ein verrücktes Thema ist, weil ich als Libertärer da mir auch immer schwer tue, weil du musst ja jetzt entscheiden, wann beginnt das Leben. Ja? Und Millet sagt halt, das Leben beginnt bei der Befruchtung oder so. Ja? Dann beginnt das Leben. Und alles danach ist halt Mord. Und er sagt halt, klar hat die Mutter das Recht auf ihren Körper, aber das Baby hat auch das Recht aufs Leben. So. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich finde halt schon, dass man irgendwo da eine Grenze bei 3 bis 4 Monaten setzen muss, weil was ist, wenn du das verbietest, dann hast du halt einen Schwarzmarkt und die Leute gehen woanders hin zum Abtreiben und so weiter. Ja. Das ist genau das, was in Argentinien passiert ist natürlich. Ja. Ja. Und das bringt halt alles nichts, aber das ist jetzt nicht so eine Position, die so wahnsinnig wichtig ist. Ich fand es halt ganz krass, dass in den deutschen Medien war halt die ganze Zeit Abtreibungsgegner. Und da habe ich die Argentinier gefragt so, und die haben gesagt, Abtreibung ist überhaupt kein Thema im Wahlkampf. Ja. Das ist auch so lächerlich. Weißt? Die haben andere Probleme. Die Lebenden haben nichts zum Essen. Weißt? Und dann kommen dann die in Deutschland hier mit ihrem Drecksabtreibungszeug. Die können sich auch gar nicht vorstellen, auch nach 2 Jahren Inflation ist es, glaube ich, für die Medien, für die Politik und auch für die liberalen Politiker noch gar nicht vorstellbar, dass das Thema Wirtschaft einfach das dominierende Thema auch bei uns bleiben wird für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Nee. Jahrzehnte, weil es einfach nicht mehr besser wird, weil das Fiat-System bei uns genauso am Arsch ist wie in Argentinien. Es ist nur ein bisschen später am Arsch, ein bisschen, also von der Timeline ein bisschen später. Aber der Effekt wird genau dasselbe sein. Was mir halt, warum das mir auch so wichtig ist, Argentinien, ich habe ja das Land, Argentinien ist ja wunderschön, ne? Als ich dann dort war, wir sind dann runter nach El Calafate geflogen, wir waren das ganze Land abgereist, ne? die wunderschöne Städte haben die, ne? Mendoza oder gut, die Stadt der Schande, die kennst du ja auch in Argentinien, ne? Alle Österreicher kennen Córdoba. Córdoba. Wann war das Spiel, Nico? 1978. Richtig. Wie ist es ausgegangen? 3-2, oder? Ich glaube, es ist 3-2 ausgegangen. Wer hat das 3-2 geschossen? Entweder Krankl oder Prohaska. Ich glaube sogar Krankl. Krankl, der bergdeutsche Bomber. Und jetzt die letzte Frage. Ich bin gespannt, ob du das sagst. Wie hieß der Schiedsrichter? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Weißt du das noch? Herr Abraham Klein aus Israel. Weißt du, warum ich das weiß? Warum? Da gibt es dieses Comedy-Stück. Kennst du das? Von 2 Österreichern, die das kommentieren als... Ja, von Stermann Christian. Ja. Das ist hart. Aber es ist... das Thema ist deswegen gut, weil Österreich hat sich ja gestern für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert. Also wir kommen, ja. Und im Gegensatz zu euch können wir gar nicht enttäuschen. Das heißt, für uns ist es eine reine Spaßveranstaltung. Wir freuen uns schon sehr. Also, aber ich muss ja sagen, das ist für mich das beste Comedy-Stück, das Österreich jemals rausgebracht hat. Ich kann mich sogar erinnern, dass Berti Fuchs ein Eigentor geschossen hat, weil die haben dann gesagt... Ja, der Berti, was ärgert er sich denn? Und dann, ich werde narrisch. Der Kranke schießt, der bergdeutsche Bomber schießt das 5-0. Lassen Sie sich von der Feindpropaganda nicht in die Irre führen. Genau das war's. Ja. Stermann Christemann, Stermann Christemann waren die Helden meiner Jugend. Die waren früher, sind heute komplett abgehalftert und waren eben dann im ORF und so. Aber die waren früher, waren die nur am coolen. Jugendsender auf FM4 im Abend im Radio und das war immer komplett crazy. Und was ich auch noch gesehen habe, jetzt doxe ich mich ein bisschen, der Abraham Klein, der ist in der gleichen Stadt geboren wie ich. Also wenn jetzt googelt, wo der geboren ist, dann wisst ihr auch, wo ich geboren bin. Also ja, das ist für mich das absolut geil. Aber wie gesagt, Argentinien, wunderschönes Land, wer noch nicht dort war, kann man hin. Es gibt auch jetzt tolle Immobilien zu kaufen, die recht günstig sind. Und wenn ihr darauf wetten wollt, dass Argentinien dann ein Wirtschaftswunder erlebt. Es gibt eine gewisse Chance. Okay. Lustigerweise hast du es jetzt als Markus Turmescu geschafft, nicht über Bitcoin sehr viel zu reden. Aber wenn du sagst, okay, er will die Notenbank abschaffen, da bin ich schon mal, also das finde ich richtig sexy. Ja? Er will quasi Währungsfreiheit einführen, das würde schon bedeuten, dass Bitcoin eine Chance hätte. Das ist ja das Beste für Bitcoin da, weil alle Länder, die keine eigene Währung haben,
die haben auch keinen Grund, irgendwelche anderen zu verbieten. Deshalb hat El Salvador ja auch den Bitcoin eingeführt. Und deshalb kann der Bitcoin sich in Panama durchsetzen. Deshalb kann er sich in Ecuador durchsetzen. Welchen Grund haben diese Länder, die den Dollar als Landeswährung haben, welchen Grund haben die, irgendein in Polling halt da zu verbieten? Weil, ich meine, die Seniorage-Gewinne, die gehen alle in die USA. Die können ja kein Geld drucken. Ich kann mich erinnern, dass der Präsident von Argentinien, der letzte, kurz gesagt hat, wir schauen uns diese Bitcoin-Sache an. Und dass dann die Notenbank sofort in Panik geraten ist und gesagt, um Gottes Willen, das können wir keinesfalls machen. Und dann aber 3 Monate später kam ein neuer Hilfskredit vom IWF und da gab es eine eigene Klausel, dass Argentinien nicht in Sachen Kryptowährungen machen würde. Da habe ich mir gedacht, es ging nie um Bitcoin, das war einfach eine Verhandlungstaktik, um beim IWF noch mehr rauszuholen. Das kann sein und der IWF hat praktisch die Gesetzgebung in Argentinien verschärft in Bezug auf Bitcoin und das wird Milei definitiv ändern. Ja? Also Milei ist ein Bitcoin-Verfechter und er hat auch Bitcoin und ja, das für ihn ist ganz klar, nicht die Dollarisierung ist für ihn gar nicht so wichtig. Er sagt halt, die Menschen in Argentinien wollen den Dollar haben und wenn sie den haben wollen, dann können sie den haben. Aber wenn sie Bitcoin haben wollen, dann können sie den haben. Ihm ist das egal. Ja? Das ist übrigens auch, wenn man darüber nachdenkt, weil du gesagt hast, okay, wir müssen liberale, libertäre Ideen irgendwo emotionalisieren und wirklich auch am Dings. Ironischerweise, ein Land, in dem Bitcoin gut unterwegs sein wird, ist die USA. Ich glaube, das haben wir jetzt gut dokumentiert, auch was die Politik betrifft und so weiter. Aber was dort nicht einfach ist, sind eben diese liberalen Grundsätze, weil die USA als vielleicht einziges Land wirklich auf die Butterseite des Fiat-Systems gefallen ist. Das heißt, die haben tatsächlich keinen Incentive, das aufzugeben, bevor es unbedingt notwendig wird, während alle anderen natürlich Stück für Stück das schon haben und die Länder, die gar keine eigene Notenbank haben, sind die ersten, wie du richtig sagst. Und das wird das ist kein Zufall, dass El Salvador das erste Land ist. Hier ist der Artikel. Und ich hoffe, dass Argentinien eben das zweite oder dritte oder welches auch immer sein wird. Aber wie gesagt, die Risiken für uns sind halt schon groß. Und da muss ich, es gibt ja einige, die schreiben mir dann immer wieder, Markus, pass auf, du bist viel zu euphorisch der ganzen Sache gegenüber. Aber ich weiß nicht, wenn mich Bitcoin halt irgendwas gelehrt hat, dann ist es doch, wir blicken doch immer so positiv in die Zukunft. Ne? Hyper-Bitcoinization. Mhm. Der Gigi sagt, Bitcoin ist inevitable. Ja, das wird die neue Weltwährung und wir werden uns durchsetzen. Das bessere Geld. Wobei wir die Goldjungs haben, die dann immer sagen, ja, aber wenn der nächste Weltkrieg ausbricht, dann habe ich mein Gold im Garten verbuddelt und so. Und weißt du, wir haben doch dieses Positive. Und da müssen wir uns doch dann hochziehen und sagen, nee, wir verändern die Welt und wir sehen eher die Chancen als die Risiken. Ich sehe die Risiken ja auch, aber darf ich mich da nicht freuen, wenn auf einmal ein Politiker kommt und sagt, der Staat ist unser Feind? Ich glaube, die Zentralbank ab. Ja, natürlich. Ich glaube, man muss optimistisch bleiben, man muss positiv bleiben und man darf auch nicht in diese Falle tappen, weil ich glaube, das ist bei vielen Liberalen, zum Beispiel in Österreich so, bei den wenigen, die es gibt, die sind so gefangen in ihrer Opferrolle und in ihrer Loserrolle, dass sie aus der auch nicht ausbrechen wollen. Ja? Weil das ist quasi schon Stockholm-Syndrom. Also Und die können sich gar nicht vorstellen, dass vielleicht der Liberalismus dann doch irgendwann einmal gewinnt als Lösung für diesen Kollektivismus-Wahn, den wir den gesamten 20. Jahrhundert und Anfang des 21. Jahrhunderts noch sehen müssen. Und ich glaube, dass das zahlt sich nicht aus. Natürlich, ich meine, die Linken feiern ja auch jeden abgehalfteten Marxisten, der dann wieder an die Macht, also nicht einmal an die Macht kommt, nicht ein Jeremy Corbyn, wo sie alle, oh, das wird der neue Nix, ja, und dann wieder der nächste, nein, Nix, ja, Bernie Sanders, chancenlos, ja, also, und der wird aber auch groß gefeiert, der ist am Cover 4 von allen Magazinen und da wird wochenlang darüber geredet und so weiter, und wenn dann und ich meine, da ist ja Milei noch ein viel größerer Ausreißer als so ein Altlinker, ja, also das ist schon beeindruckend und es ist
auch wenn MeLive selbst vielleicht gar nicht der Erfolgreiche sein wird, es ist ein Zeichen dahin, wo es hingehen könnte, nachdem sozusagen wirklich alle Avenues des Kollektivismus ausprobiert wurden und alle gescheitert sind. Das glaube ich auch. Und wir könnten halt, es muss ja nicht scheitern, ne? Wir könnten vielleicht wirklich so ein Leuchtturmprojekt aufstellen. Oder El Salvador, haben wir ja auch gesagt, das kann natürlich, El Salvador kann mit Bitcoin scheitern. Aber es könnte ja auch ein Leuchtturmprojekt sein. Natürlich schreiben jetzt alle, oh, wir waren da drüben und irgendwie haben nur 2 von 10 Händlern Bitcoin angenommen. Ja? Und die Bitcoiner sagen, was, 2 von 10? Das ist ja Wahnsinn, das sind ja 20%. Das ist ja, so, ist ja super. Und ich fand es halt so toll, der Millet hat mal gesagt, wir als Libertäre, wir müssen sagen, wir sind nicht nur wirtschaftlich überlegen, das wissen wir, dass wir wirtschaftlich überlegen sind. Wir sind auch moralisch überlegen, ja? Weil wir sind nicht diejenigen, die stehlen. Wir sind nicht diejenigen, die rauben, die Leute in die Armut treiben, wie in Venezuela, in Kuba und diesen ganzen Shithole-Countries, wo der Sozialismus ist. Wir müssen sagen, wir müssen uns auf die moralische erhobene Position stellen, so wie es die Linken ja auch immer tun. Ja? Die sagen, sie wären für soziale Gerechtigkeit. Ja, und stehlen dir dann 75% ja. deines Gehalts. Und Millet sagt halt, nee, ihr seid nur Diebe und Mörder. Wir sind für Gerechtigkeit, und zwar für wirkliche Gerechtigkeit. Keine Ahnung, vielleicht stellt sich dann heraus, dass ein Fehler war und das ganze Projekt geht den Bach runter und ich stehe als Trottel da, aber dann ist es halt so. Ja. Ja, dann hat sich, das ist wie mit Bitcoin, das ist ein bisschen so wie Bitcoin, das hat sich auch nicht vorher verändert, in dem Sinn, weißt du, dann ist die Gefahr ist auch nicht größer, also egal, ob das jetzt Mille ist oder El Salvador, also wie unsere Medien reagieren, kann einem einfach nur egal sein, es ist einfach, also ich weiß schon, dass natürlich diese Dinge dann bei der Masse ankommen, also ich weiß, wir dürfen da nicht so arrogant sein zu glauben, nur weil wir uns den ganzen Tag mit Bitcoin beschäftigen, dass der Rest der Welt auch tut, aber gleichzeitig, was mich schon fasziniert, sowohl bei Bitcoin als auch jetzt bei Mille und bei anderen Dingen, ist es geht, ultimativ, es kommt an, die Argumente machen Sinn, sie fallen auf Boden, es gibt Bewegung, es gibt Veränderung. Und das muss ich dir ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon 40 und ich hatte auch diese liberale Phase eigentlich, wo ich mir dachte, naja, dann schreibst du halt bis zur Pension dagegen an und dann genießt du deine Pension im Kommunismus quasi. Ja, und dass sich da jetzt so viel tut, ich meine, ultimativ ist das der Grund, warum ich hier sitze und mein Bitcoin-Programm fahre, weil Bitcoin für mich das alles zusammenzieht und auch Leute reinzieht, die sich niemals für freie Marktwirtschaft oder Liberalismus interessiert hat. Ich meine, Gig ist das beste Beispiel, der sagt ja selber, er war früher auch irgendwie ein linker Kommunist oder so. Ja, ich hatte eine Attack-Fahne hängen, ja, in meinem Kinderzimmer. So. Und das sind ja absolut der letzte Abschaum aus Frankreich. Scheiß, du würdest ohne Bitcoin würdest du jetzt bei Maurice Höfgen subscribed haben, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich war schon, bevor ich Bitcoin entdeckt habe, bin ich dann schon irgendwie in die österreichische Schule. Also ich bin eher von der österreichischen Schule zu Bitcoin gekommen. Also meine erste Partei, die ich gewählt habe, waren die Grünen. Ne? Ich konnte gar nicht verstehen, dass mein Papa da damals CSU, CDU oder was der Teufel gewählt hat. Ne? So, erste Partei, die Grünen. Ich habe mich dann ganz schlau und toll gefühlt und überhaupt. Und ja, und ich glaube, Helmut Kohl wurde damals abgewählt oder so. Das war, glaube ich, meine erste Wahl. Ja, ich habe mich damals als der schlauste Typ der Welt gefühlt. Ne? So, heutzutage, wenn ich da zurückblinke, denke ich mir, oh Gott, ey, wie dämlich warst du da. Ja? Aber so ist es halt. Und du hast halt so eine Entwicklung und du siehst die Welt dann irgendwann mit anderen Augen, wenn du das erste Mal arbeiten gehst und so weiter. Vielleicht müssen wir da ein bisschen, ja, ein bisschen arbeiten an den Leuten. Millet sagt ja auch, wir müssen mit den jungen Menschen, wir müssen den Bücher an die Hand geben, wie das Buch da von Alex Kaiser, ja, wo dann, wenn du dir das dann anschaust, diese 15 Lektionen der Wirtschaft, da wird dann mit vielen Mythen halt aufgeräumt, ja, wie zum Beispiel Wert ist subjektiv und solche Dinge. Mhm. Und ich habe ein Interview mit ihm dann gesehen, weil ich kannte den gar nicht so,
Und er hat gesagt, er hat das Buch geschrieben für junge Menschen, die halt sehr schnell diesem Sozialismus verfallen. Das ist ja dann so, ne? Du kommst irgendwie aus dem Elternhaus, wo alles gemacht wurde für dich. Und dann als nächstes suchst dann neue Eltern und dann kommt der Staat und sagt, ja, also ich biete mich da an. Ja, ich kümmere mich um dich. Du musst mir nur deine Lebenszeit vermachen oder so. Das ist recht menschlich. Aber ich glaube, wir können die jungen Leute halt holen. Der Ole ist ein bestes Beispiel. Ole zitiert in seinem Abi, glaube Hayek oder ich weiß nicht, wen er da zitiert hat. Der hat es halt geschafft, in seinen jungen Jahren. Klar, also diejenigen, die da bin ich auch ein bisschen neidisch, nicht? Diejenigen, die da mit 20 schon in Kontakt kommen. Klar, also, aber das sind natürlich dann auch die genauso wie die 20-jährigen Kommunisten, das sind die radikalsten. Und das sind auch die nicht checken, dass man die Dinge vielleicht in Worte verpacken muss, die dann auch irgendwo bei der Masse ankommen. Ja? Also ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen was über die Art und Weise, wie man kommuniziert, verstanden haben. Das ist total okay. Also ich bin da grundsätzlich ein Optimist, schlicht und einfach deswegen, weil, und das zeigt mir eben Milay, schon der Trend dahin geht, dass immer klar, man kann immer besser erklären, warum Interventionismus, Kollektivismus, Staatseingriffe einfach nicht funktionieren. Es ist einfach, wir sind ja jetzt schon an einem Punkt angelangt, wo ich werde auch einmal die Woche gefragt, nicht von irgendwie einem Mainstream-Medium, ja, was soll denn die Politik machen gegen die Inflation? Sage ich, naja, was sollen sie machen? Na, viel können sie nicht mehr machen, ne? Können aus dem Euro austreten. Das will aber dann auch keiner hören, ja. Und ich glaube, das wissen inzwischen, also zumindest die Politiker, manche wissen das schon. Ich glaube aber nicht, dass die da langfristige Pläne haben. Ich glaube eher, dass das dann, da kommen dann neue Phänomene und wieder sind, wie gesagt, in Westeuropa auch mit der EU und so. Also das wird noch lange dauern, bis wir da vernünftig vorankommen. Aber ich bin zumindest zuversichtlich, dass die negative Auswirkung der Wirtschaftskrisen schon das Thema bei uns auch aufs Tapet bringen wird. Das glaube ich schon, mit der Zeit. Aber wir haben ja auch nicht wir haben ja keine Ökonomen, ne? Die müssen dann erstmal kommen. Aber das geht halt, und das ist der Punkt, das geht dann schnell übers Internet. Da kann einer aufsteigen innerhalb von einem Jahr von einem Nobody zu einem Star, der im ganzen Land bekannt ist. Milay kam auch aus dem Nichts, vielleicht in 2 Jahren. Wir wissen nicht, da draußen gibt es vielleicht einen, der da aufsteigt und die ganze Sache rockt. Keine Ahnung. Vielleicht ist er zurzeit Tantra-Lehrer oder spielt beim Fußballverein, wir wissen es nicht. Vielleicht hat er gerade einen Dreier, hört uns gar nicht zu, aber in 2 Jahren rockt er die Show. Also, Oder sie. In Orden, Markus. Ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Das so jemand könnte ich mir auch gut vorstellen, aber die hat, glaube ich, nicht diese Power. Ja, ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass in Amerika, ich glaube, da ist das Bedürfnis noch gar nicht da. Die haben dann auch fast schon wieder zu wenig Kollektivismus und eben die Vorteile des Fiat-Systems. Das Bedürfnis ist eher dann natürlich in Südamerika und dann eigentlich schon wieder fast bei uns, ne? weil in Osteuropa hat das hinter sich. Asien kenne ich mich nicht gut genug aus. China ist ein anderes Thema, aber bei uns in Westeuropa, wir sind die Nächsten. Ja? Wir haben quasi die gesamten 50, 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir auf soziale Gerechtigkeit, nicht die soziale Marktwirtschaft, und dann kippt es immer stärker ins sozusagen Soziale. Und was hat Kohl gesagt? Alles über 50% ist Sozialismus, hat er vollkommen recht. Ja? Aber all diese Dinge, die in Deutschland, in Westdeutschland noch lange Bestand hatten, wurden dann sehr, sehr schnell abgebaut. Mit der Wende, mit dem Euro, mit der EU. Und heute. Das gehen auf 60% zu, ja. Es gehen auf 60% zu. Ja, wir können das, glaube ich, heute beenden. Wir werden sehen, ob wir recht haben. In 2 Jahren haben wir dann vielleicht irgendjemanden, der da die Show rockt. Aber ich möchte eine Sache noch zum Schluss sagen. Heute habe ich ein Interview gesehen mit Michael Ballweg. Der hat ja diese Querdenkerbewegung gegründet. Und der war heute bei Marc, wurde es ausgestrahlt, vom Bitcoin Hotel. Den hat man
9 Monate ins Gefängnis gesteckt, hat ihm alles genommen, seine ganzen Konten gesperrt, USB-Kabel und Bildschirme, alles hat man mitgenommen, hat er noch nicht wiedergesehen. Nach 9 Monaten kam er raus, ohne Anklage, in U-Haft saß er da. Und jetzt, nach irgendwie einem Jahr oder noch länger, sagt halt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht, nee, also Anklage hebt man nicht, das ist eigentlich haben wir gar nichts. Ja? Und er darf heute noch nicht Überweisungen machen. Er kann zwar sein Konto sehen, aber nichts damit anfangen. Und das Einzige, was ihm geblieben ist, damals ist Bitcoin. Und das ist halt so ein Rechtsstaat, ja, fickt euch alle, das ist kein Rechtsstaat. Der Typ, der saß einfach, der wurde einfach in den Knast gesteckt und der hat einfach nur Glück gehabt, dass er gute Connections hat, dass sie ihn da rausgeboxt haben. Aber ohne Anklage sitzt man hier 9 Monate im Gefängnis. Und wahrscheinlich, wenn es uns passiert wäre als Nobodies, wahrscheinlich ein Jahr. Und dann kriegst du jetzt 75 Euro am Tag Entschädigung. Steckt es euch sonst so hin, ja. Das ist für mich, also mein Glaube an den Rechtsstaat ist da schon lang vorbei. Corona wurde nicht aufgearbeitet. Die Typen, die sich die Taschen vollgemacht haben in der Zeit, die sitzen noch immer in der Macht. Und so ein Typ muss dann ins Gefängnis. Bitcoin fixt es, da bin ich aber davon überzeugt. Und für ihn hat es das auf jeden Fall gefixt, weil also er wird das niemals wieder vergessen, also ich was an Bitcoin so toll ist. Ich kenne die Story nicht, sein Name ist mir ein Begriff, mehr auch nicht. Ich habe tatsächlich mit Marc darüber geredet, ich war ja in Blochingen vor ein paar Wochen, da kommen noch einige Folgen, die wir dort aufgenommen haben und ich werde natürlich das Interview in die Shownotes packen. Markus, am Sonntag, den 22. an Javier Milleis Geburtstag ist die Wahl in Argentinien. Du wirst sie wahrscheinlich live auf Twitter kommentieren. Ich werde deinen Twitter-Account natürlich auch in die Shownotes packen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für diese Besprechung. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ja, und ich hoffe, dass uns Mille noch ein bisschen erhalten bleibt und wir in einiger Zeit da ein bisschen ein Zwischenresümee ziehen können. Viva la libertad, carajo! Das musste jetzt sein. Alles Gute, Markus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.